Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Diesmal Valkyrie Elysium. Ich hoffe, der Ton und so ist alles richtig eingestellt. Meine Tochter hat das überprüft, weil ich höre momentan leider nicht so gut. Ich bin immer noch krank, aber ich wollte jetzt schon ein paar Spiele machen. Ein bisschen was höre ich, aber halt nicht viel. Und ja, Valkyrie Elysium, da gucken wir jetzt mal rein. Ihr könnt euch ja denken, warum ich es mir geholt habe, wegen dem Namen. Standardschwierigkeit. Ja, erstmal genießen wir das Spiel. Man kann ja dann, wenn es zu leicht ist, wenn man noch hochstellen oder neu anfangen, dass man erstmal rinkommt. Weil ich weiß noch nicht, was mich erwartet. Ist leider Englisch oder Japanisch, nur mit dem Audio. Allfather, Chief of the Gods, and his brothers combined their strength to slay the primeval giant Ymir, thus forging the world. Aber halt Untertitel Deutsch. Under the world tree Yggdrasil, gods and humans dwelled in the realms of Asgard, Midgard and Niflheim. Utgard. Falsch. Asgard, Midgard, Utgard. Aber okay. But their peaceful existence was not to last. The monstrous wolf, Fenrir, bared its terrible fangs upon the world, threatening all existence. Odin stood and fought against the ferocious wolf and its forces in Asgard. But soon, their conflict would envelop all the worlds in war and chaos. Weil eigentlich ist es der Götterbaum von oben nach unten, Asgard, Reich der Götter, Midgard, wir, Utgard, ist die Unterwelt, ne? So Hölle. Und dann unter Utgard ist aber noch Hel, wo die ganz schlimm hinkommen. Und Niflheim und so, das sind ganz andere Sachen. Das ist, gibt ja noch Land der Trolle und Riesen und hast du gesehen. Niflheim war aber das Land der Riesen? Oder and Odin impaled the beast's skull with his spear, Gungnir. Kommt er immer durch, ja, Gungnir, ich weiß. Signifying the end of the war on Asgard. Wenigstens das haben sie richtig, dass der Speer Gungnir heißt. The destruction did not cease. The mighty blow. Mit Fenris und so, also es sind schon einige Sachen richtig. Proclaiming the coming end. Versed as he was in the Seeress's prophecy, Odin knew all too well. Aber es ist ja, Ragnarök ist ja nicht das komplette Ende. Ragnarök ist nur das, die Götterdämmerung. Also einige Götter überleben ja und einige Menschen auch und bauen danach alles neu auf. Aber Odin ist nicht mit bei denen, die überleben. Die Söhne von Thor waren, glaube ich, mit bei und... Ich weiß gar nicht. Valkyrie, can you hear me? I am Odin, the ruler of this world. And your creator. If you can hear my voice, then proceed further. Oh, das gefällt mir. Aha. Oh, jo, guckt euch mal die Brücke an. So mit diesen dicken schwarzen Kanten und so ein bisschen Cell-Shading-Look. Bei so einem Spielen macht das Sinn. Da macht es Spaß. To wake up. But first, there is one more lesson,
Hier kommen noch gleich welche, so wie das aussieht, weil hier ist rund herum Nebel. Ah, da. The Holy Lord decree your obliteration. Underestimate me. You are all to be purified per Odin's decree. Ach, bin für schon tot. An easy fight. Valkyrie, you have the power to use the souls of the dead. I will share with you the knowledge I possess of the souls I have sensed out thus far. Okay. An easy fight. Fulfill your mission. I'll pick off the ones in the distance, too. Their annihilation is nigh. Just give the order. We end this here. Everything's fitting into place. Halte R2 gedrückt und drücke Kreis oder Dreieck oder Viereck oder X. Oh, und eine Trophäe. Stay vigilant. I'm rather fond of puzzles, you know.
Tofu. R1 habe ich doch. I'm rather fond of puzzles, you know. Show no mercy. Looks like I'm up. A trivial task. You must learn how to fully utilize your abilities so that you may fulfill your mission. A mission of vital importance. Große kommen könnte. The holy laws decree your obliteration. Show me why it is. You need my help? Strike worth its weight in an easy fight. Go, have your fill. Did you think he was safe? Show me why it is. You need my help? Wenn man das jetzt noch im Koop machen könnte, das wäre ja cool. Those things you fought, they are entities known as the undead. Formed from the remnant of an impure. Also es ist scheiße, dass es halt komplett in Englisch ist. Show me why it is. Swing the battle in our favor.
fearsome foe. The holy laws decree your obliteration. Ihr Schild ist ein bisschen hartnäckiger. Drücke R2, um den Gegner ins Visieren zu nehmen. Curious contraption indeed. Ich will nochmal schnell umgucken. Nicht, dass wir irgendwas vergessen, dass hier irgendwo noch eine Kiste versteckt ist oder irgendwas. Nee, ist nix. Achso, das ist nur zum Hochkommen. Na toll. I'm rather fond of puzzles, you know. As you can see, the undead often band together. Command your souls to remove all obstacles in your way. I expected nothing less. That should swing the battle in our favor. Das ist so schön agil. Also das hätte ich mir gewünscht, das Agile hier bei, ach wie sind das, was für die PS5 rauskam am Anfang. Was sie auch denn für später für Plus gemacht haben. Gold, wie hieß denn das? Mit den Rüstungen, nee, ich komme nicht auf den Namen. Mit so einer Löwenrüstung anfängst. Ich komme nicht auf den Namen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, welche, ob ihr wisst, welches Spiel ich meine. Jedenfalls da. Hast du halt fette Rüstung und kriegst neue Rüstung und so. Und Schwerter, alles drum und dran. Aber es fühlt sich halt nicht so dynamisch an wie das hier. Weil das Spiel gaukelt einem immer vor, komm, renn nach vorne, mach einen Überschlag, einen fetten. So ein paar Schwertschläge hintereinander. Ach du Scheiße, ein Drache. The holy laws decree your obliteration.
I'll take it. This will be simple enough. Awaken, my Imperium. Use body Shakar. I'm your master. Hellblade. Hieß es Hellblade? Nee, Hellblade hieß es nicht. Ich überlege immer noch. Jetzt das Spiel hier und hier, zack, 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 machst du, hast du wenige Attacken, hast du einen Knopf in der Attacke und, Leute, und dann halt noch Knöpfe, um Leute dazu zu rufen. This should be easy enough. Das ist agiler als Titte. And bring about your awakening. Na, das Lesen, das ist halt nervig. Das, wenn du da gerade hin und her rennst, dann noch zusätzlich lesen. So 4K HDR, aber halt nicht das Schönste. Also ich will nicht sagen, dass es ein hässliches Spiel ist, aber die Zwischensequenzen sehen geil aus, aber so ist nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Aber es sieht trotzdem schön aus. Also Here's
I'll pick off the ones in the distance, too. Guide the blinding bolt. Allow me to assist. Guide the blinding bolt. Show them no mercy, Valkyrie. I suppose this is as far as I go. Jetzt haben wir den fetten Platt gemacht. Perish in peace. Ein Kristall. Möchtest du zurück nach Valhalla zurück? Ja klar, warum nicht? Neue Göttlichkeit. Aha. Aber die Valkyren sind eigentlich keine Götter. Waren die Valkyren? Zählen die offiziell als Götter? Eigentlich holen die doch nur die. Ach, Odin. Die feinen Seelen. Bonus für den Kauf von Valar Elysium. Waffe mit passenden, ne? Und Bonus für den Kauf von Valhalla Elysium, ein einfacher zu handeln Waffe mit. Okay. Habe ich zwei gekriegt? Sprich mit Odin. Ja, mache ich doch gerade. Valkyrie, heed my words. Ragnarok tears our world asunder. All we hold precious lies on the brink of annihilation. The war on Asgard and Midgard snuffed out the life spark of many. And I am left gravely injured from battle with that wicked wolf. That is why I created you, my vassal of peace. I, Odin Allfather, command you, become my tool of intervention and save this world from doom. As you command. Travel to Midgard and purify its lost souls. Even as we speak, the stagnating souls multiply. Purification will stem the effects of Ragnarok. It shall be done as you wish, Allfather. Gib dich nach Midgard. Können wir hier noch ein bisschen erkunden? Cool. Nur die gleichen eigentlich, die haben nur die gleichen Fähigkeiten.
Ach, habe ich noch nicht frei. Okay. Was haben wir denn hier noch? Dann Hilfe. Angriff machen wir mal hier das auch noch. Oh. Ah, das ist ein krasser Baum. Zwei Schwerter. Habe ich nicht genug Punkte, wa? Achso, ich habe nur. Wie viel habe ich denn überhaupt noch? Acht Prozent gerade noch von dem Baum. Holla, der Waldfee. Ah, für die Verbesserung von Waffen. Müsste man doch eigentlich denn... Ausrüstung. Halt da. Scheint hier denn nichts zu entdecken zu geben, dass es dann alles nach und nach kommt. Oh, was haben wir denn hier? Speichern. Speichern ist gut. Aha. Und Waffe verbessern. Ah. Yeah.
Okay, wir brauchen Juwelen, Seelen. Defiled soul, you shall be freed. Hier kommt bestimmt noch irgendwas hin. So, dann brechen wir nochmal auf nach Midgard. Und dann würde ich sagen, würde ich den angezockten Ohr erstmal abbrechen, weil wir sind schon wieder bei 38 Minuten. Quest starten. Ich will ja noch mein neues Schwert jetzt ausprobieren. Ich mache jetzt zum Überspringen gedrückt halten. Ich will. Okay. Undead. So this is what happens when a soul stagnates. So. Soll ich die verbesserte Waffe noch mal gucken? Hm. Macht dich schon bemerkbar. Let us continue to cleanse the world. Heute nicht so schwer drauf werden. Oder das. An easy fight. Ah. Zweihand wäre mir viel lieber, wenn man hier mit der zweihändig kämpfen könnte. Oder mit zwei Schwertern. Raus, aber raus wollen wir noch nicht. Weil hier ist noch was, wo wir hin können. Da ist nämlich noch eine Kiste. Aber wieso komme ich jetzt. Warte, R1 oder irrt mich jetzt da?
R2. Ach, L2. Hm. The holy laws decree your obliteration. Farewell, defiant soul. Ah, seht ihr? Guck mal hier, noch eine Kiste. Ja, können wir alle Duty brauchen, um unsere Waffen zu verbessern. Vielleicht kann man auch die Rüstung irgendwann verbessern. Man dann auch so ein schönes Pferd oder so. Alles kaputt machen. Aha, guck mal. Ich bin schon wieder bei 44 Minuten. Leute. Wir müssen jetzt wirklich langsam hier einen Schlussstrich ziehen. Obwohl hier... Oh, nichts zu speichern, dass ich so schöne Sachen gefunden habe. Holy laws decree your obliteration. Ah. Oh, ich hab so viele. Oh. Dazu speichern wir nicht schlecht. Software-Lizenz. Standard. Ach, Mist. This should be easy enough. Entschuldigung, musst du husten? Eine blaue Truhe. Farewell, defiant soul.
eine Truhe. Gut. Was Neues. Flammen. Geil. Ich glaube hier unten nochmal. Nee, von hier komme ich. Von hier komme ich. Alles okay. Oh, wir haben was im Speichern. Aber ich muss vorher hier noch die Blume einsammeln. So. Waffe verbessern, nach Valhalla zurückkehren. Ah, hier kann man so jederzeit wieder nach Valhalla zurück. Achso, ich habe nämlich hier noch Seelen. Ich brauche noch mehr Seelen. Ich brauche noch Juwelen. Und blaue Juwelen habe ich noch gar nicht. Die brauche ich Seelen und die anderen. Ach, Kacke. Ich habe so viel eingesammelt, jetzt habe ich gedacht, jetzt kannst du hier schön verbessern, aber nichts da. Naja. Also stellen wir uns mal hier so ein bisschen hin, damit wir ein bisschen Landschaft haben. So, kann ich mich verbessern? Verteidigungskörner, Einsatz setzen und Hilfe. Das kostet 0. Nehmen wir auch mal. Ach, dafür gehen auch die Kristalle drauf. Ach, scheiße. Da muss ich echt mal aufpassen, dass ich hier irgendwie mal nochmal zu speichern. Speichern, da muss man echt auswählen, was macht man. Macht man Schwert besser, macht man sich besser. So, dann würde ich aber jetzt nach fast einer Stunde ich jetzt hier auch mal einen Schlussstrich ziehen. Die Koffer hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre natürlich ein Träumchen. Mir gefällt's sehr gut. Obwohl die Grafik so ein bisschen altbackend ist mit diesen dicken schwarzen Kanten, aber irgendwie der Style irgendwie schon mir gefällt. Und es ist halt eine Walküre und Odin ist mit bei. Es ist alles auf Schönling gemacht, Odin mit seinem Gold da im Gesicht und so. Aber naja. Trotzdem macht Spaß. Das Einzige, was jetzt halt doof ist, dass es halt wirklich in Englisch ist. Und dass man andauernd lesen muss, wenn man gerade im Kampf ist oder so, dann ist es halt scheiße. Oder wenn man da irgendwo langläuft. Da hätte ich mir gewünscht, dass es noch in Deutsch kommt. Entschuldigung.
Oder von mir aus wenigstens nur ein Sprecher, der das halt vorliest. Und sagt hier, pass auf, blablabla, na gut, wir könnten hier Barrierefreiheit anmachen und dann sagen einfach, hier, lese uns die Texte vor. Aber dann liest er uns auch das, liest uns ja alles vor, das ist ja auch nervig. Aber da müsste man denn, das wäre noch eine Option für Barrierefreiheit, dass man einstellen kann, nur Untertitel vorlesen. Nur Untertitel vorlesen, wäre so geil, dann bräuchte alle anderen nicht. Dann sagt man einfach, hey, lies nur Untertitel vor. Und dann könnte man bei so einem Spiel sagen, hey, komm, machen wir an. Und dann liest man Untertitel vor. Yippie-kaye. Aber so, zu viel gequatscht. Ich hoffe, wie gesagt, hat es euch gefreut hat. Däumchen wären Träumchen, habe ich ja schon gesagt. Ich werde kein Intro, kein Outro machen. Ich lade das so, wie ich das jetzt hier aufgenommen habe, mit einer sehr hohen Bitrate hoch für euch. In 4K mit HDR und 60 FPS. Ich gucke nochmal auf meinen Bildschirm. Nicht, dass ich Gott Falsches sage. Ja, es hat definitiv HDR. Aber man kann halt nicht auswählen, ob Performance also oder Leistung oder so. Es ist halt einfach an. Aber okay. So. Dann wünsche ich euch alle Gute. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Das hat euer Odin.